Ich bin Gesine Agener, ich bin die frauenpolitische Sprecherin und Mitglied im Bundesvorstand der Grünen. Ich glaube, dass wir angesichts des Rechtsruck, den wir überall sehen, in den USA mit der Wahl von Donald Trump, aber auch in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich oder Österreich oder in Polen, und wir sehen diesen Rechtsruck eben auch bei uns. Angesichts dieses Rechtsrucks brauchen wir eine schlagkräftige, feministische, intersektionale Bewegung, die sich dagegen wendet und die weiterhin selbstbewusst und kämpferisch für Frauenrechte und für Rechte von Geflüchteten und Rechte von LGBTIQ eintritt. Was ich dafür tun werde, ich arbeite gerade zusammen mit Anne Wiczorek und vielen anderen an so einem Projekt. Wir haben das Feministische Netzwerk gegründet im März und wollen jetzt im September als Auftakt ein großes feministisches Festival auf die Beine stellen. Am 16. September findet ja jedes Jahr leider der Marsch für das Leben von den Lebensschützern statt. Also die demonstrieren im Grunde genommen dafür, das Selbstbestimmungsrecht von Frauen weiter einzuschränken. Die wollen Schwangerschaftsabbrüche wieder verbieten. Und wir wollen mit unserem Festival einen Anlaufpunkt für alle Feministinnen bilden, die an dem Tag in Berlin sind und zeigen, wir sind natürlich gegen die Lebensschützer oder die sogenannten Lebensschützer, aber wir sind vor allen Dingen auch für Feminismus und für Frauenrechte. Und es geht um ganz, ganz unterschiedliche, viele kleine Schritte. Also wir kämpfen zum Beispiel hier in Deutschland dafür, dass Frauen endlich das Gleiche verdienen wie Männer, dass Frauen nicht mehr von Gewalt betroffen sind, dass solange sie von Gewalt betroffen sind, die Strukturen gut finanziert sind, die sie unterstützen, wenn sie von Gewalt betroffen waren. All das sind kleine Schritte auf dem Weg dahin, dass Frauenrechte durchgesetzt werden. Feminismus ist ja eine Wurzel der Grünen. Also die Grüne Partei ist ja auch mit aus der Frauenbewegung damals entstanden. Das heißt, dieses Thema spielt bei uns schon eine ganz wichtige Rolle. Wir haben eine Quote beispielsweise schon seit 1986. Wir haben letztes Jahr 30 Jahre grüne Frauenquote gefeiert. Zusammenhängend mit dieser Quote gibt es bei uns auch viele Frauenstrukturen, die eigentlich Sexismus bekämpfen sollen. Deswegen würde ich sagen, Sexismus gibt es in der Grünen Partei viel, viel weniger als in anderen Parteien. Aber das ist natürlich auch bei uns ein Problem. Dafür brauchen wir den Feminismus heute genauso wie eh und je.